Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 24. September. Es sprach einer der Jünger zu Jesus: Herr, lehre uns beten. Lukas 11, Vers 1. Wir dürfen diese Bitte nicht harmlos verstehen. Es sagte mir einmal jemand: Leider habe ich in meiner Jugend nicht Englisch gelernt. Das fehlt mir auf meinen Auslandsreisen. Aber ich komme auch so durch die Welt. So ist die Bitte der Jünger nicht zu verstehen. Es wäre ja schön, wenn man beten könnte, aber es geht auch ohne das. Die Bitte der Jünger ist ein Notschrei. Herr, es geht nicht ohne Gebet, doch wir können nicht richtig beten. Kannst du helfen? Ein Mensch ohne Gebet ist wie ein Flugzeug im Nebel, bei dem der Funk ausgefallen ist. Der Mensch ohne Gebet ist allen seinen Nöten allein preisgegeben. Er kann nicht zu dem funken, der als einziger erretten kann. Das ist schlimm. Aber damit ist noch zu wenig gesagt. Ein Mensch ohne Gebet ist tot für Gott. Wir haben vielleicht einmal vor der Leiche eines lieben Toten gestanden. Wie gern hätten wir noch manches mit ihm besprochen. Aber er sagte kein Wort mehr. Unser Herr und Heiland steht vor uns. Er will Wichtiges mit uns besprechen. Aber wir sind stumm. Wir können nicht reden. Wir können nicht beten. Tod nennt die Bibel diesen Zustand. Ein Mensch, der nicht betet, ist ein Scheinlebendiger. Es könnte geschehen, dass wir am jüngsten Tag vor Gericht stehen und er zu uns sagt: Ich kenne dich nicht. Ich habe nie eine Bitte oder einen Dank aus deinem Mund gehört. Du bist hier nie aufgetaucht. Nun geh an den Ort, wo du mich für immer los bist, an den Ort, den du dir selbst erwählt hast. Geh in die Hölle. Wer das erkennt, versteht, wie dringlich die Bitte der Jünger ist. Herr, lehre uns beten. Amen. Ich kann dir den Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.